Hoffe ich jetzt einfach. Der Rex ist tot. Der Rex ist tot. Der Rex ist... Nein, falsch. Scheiße. Na, dann holen wir uns den doch. Wobei, ich weiß nicht, ob das... ernsthaft... ob das Iguanodon jetzt generell pissig ist oder so. Wo ist denn die Schildkröte? Ach ne, die habe ich gerade fälschlicherweise mit der falschen Ochse geerntet. Fälschlicherweise mit der falschen. Okidoki. Dann schauen wir mal zum Rex. Ich schätze, wir kommen gegen das... gegen das Iguanodon schon on. Obwohl es gerade ein Rexblatt gemacht hat. Ich glaube, die sind nicht automatisch aggressiv. Doch, Jungs und Mädels. So, was warst du jetzt? Ich habe ein bisschen Angst, abzusteigen. Eternal Rex. Okay, der war, glaube ich, einfach nicht so. Ich bin versucht, das Iguanodon dort zu tamen. Wie viel Torpor hat's denn? Hm, sollen wir es mal probieren? Ja genau, das hatte ich vor. Okay, es ist zumindest nicht... Oh, es macht aber ordentlich Aua. Okay, nee, das, nee, nee. Ich komme da mit dem Pteranodon wieder. Hier war irgendwo Cursed, hallo. Bist du noch hinter mir? Ich glaube nicht. Okay. Ja, es hat jetzt ordentlich wehgetan. Durch den Brandschaden. Scheiße, okay. Ach so, aber ich bin doof. Wir haben ja die hier. Vergessen. Ich muss was trinken. Trinkend. Hier ist doch irgendwo Wasser, oder? So. Jetzt liegen da zwei Schildkröten rum. Ungeerntet. Oh, und Biberbau. Schaut's aus? Kann ich absteigen? Ich stoß einfach. Ich fühle mich so nackt. Oh nein. Okay. Ja, dachte ich mir nämlich, dass du jetzt gleich kommst. Und ihr? Guten Tag. Guten Tag. Was hält denn dieser Biber aus, bitte? Es tut mir echt leid. Biber sind so fluffig. Aber... Wat mut dat mut? Vielleicht soll ich mal ein bisschen was uploaden. Hier, guck mal. Nimm mal das Ganze vorbei. Es wiegt ja nicht wirklich was. Hier, das kannst du mal haben. Und dort und ditte. Dann nehme ich das Holz noch mit. Okay. Du kriegst Addo. Wunderbar. Weiter im Text. Zurück zum Iguanodon. Ich habe keine Ahnung, wofür ich das brauchen könnte, aber...
auf den Crystal als ob mal A1, ne? Aber das habe ich, glaube ich, bis zum Bären. Zum Bären pflücken getamed. Oh, der Rex, stimmt, den müssen wir alle ernten. Stimmt, ja. Ich ignoriere den Cursed Aludor jetzt einfach mal. Da ist Iguanodon. Ich glaube, es steckt fest. Okay. Probieren wir gleich nochmal. Zuerst die wichtigen Dinge. Oh. Ich wollte gerade sagen, irgendwer frisst hier gerade mein Keratin. Okay, das wird das. Kurz gucken, ob der Rex irgendeine Tasche fallen hat lassen. Ja, dachte ich mir nämlich. Nice. Was haben wir denn da Schönes? Schuhe. Oh, guck mal, die sind sogar besser als die, die wir haben. Noch? Bis wir mal die Gilly... Ach, ich vergesse mal, dass die Skins dann verschwinden, wenn man sie wieder runter macht. Okay. Bis wir die Gilly haben, dann sind sie nicht mehr so gut. Aber bislang, bis jetzt sind sie noch ganz brauchbar. Und später können wir sie grinden. Das ist eine Riesenlibelle? Oh ja, Tatsache. Ich weiß nicht, wofür die gut sind. Sie können fliegen. So viel weiß ich. Komm, machen wir ein bisschen schneller hier. Ja, nee. Die Elite Dragonfly. Slightly stronger than vanilla, scaled up rideable versions of normally unrideable dinos, evolves to elemental dragonfly by putting elemental evo potion in inventory, riding it and hitting X. Aber wozu brauche ich die, ist die Frage. Vor allem, wenn ich die jetzt angreife, bringe ich sie eh bloß um. Nee, nee, nee. Aber dich greife ich gerne an. Guten Tag. Hä? Was gerade passiert? Hä? Warum? I am quite confused, aber ich nehme es einfach so hin. Oh, wie der eine Para die anderen Paras mobbt. Hm, keine Ahnung, was das gerade war. Eigentlich harvestet unser Pferd ja nicht. Ha. Very strange. Na gut. Dann machen wir mal zurück. Ich glaube, das, was ich wollte, haben wir. Keratin und Leder. Wie viel haben wir denn jetzt? Ein bisschen was. Mal gucken, wie weit es uns bringt. Ach, ihr immer. Ach, ich hab dich gar nicht erwischt. Komm, wir versuchen mal so eine Block zu machen. Das stimmt, das ist okay. Hallo? Oh, ich glaube, ich habe Ass in den Diplom gebraucht. Entschuldigung. Oh, und jetzt habe ich wahrscheinlich übersteuert. I am very sorry. Ich glaube, das war jetzt wahrscheinlich die falsche. Das falsche Tool, um das Ding zu harvesten, aber egal. Das war tatsächlich keine Absicht. Deine Schwanzspitze war im Weg. Holy moly. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. So. Na dann. Auf nach Hause. Das sieht super albern aus mit dem Skin und den Boots dazu. Egal. Oh, kurz alles hinsetzen.
gehofft, dass mich Springen schneller voranbringt. Ich glaube allerdings, das ist ein Wunschtraum. So, wo war ich? Ich muss mich immer an dem Ding da orientieren. Weil ich sonst immer falsch abbiege. So. Ne, das hat beim ersten Mal funktioniert. Ich bin boff. Okay. Steck mal die da mal weg. Nehmen uns das. Den Rest räume ich dann später aus. Warum? Er ist getoggelt, aber er sieht uns aus, wie er getoggelt. Egal. Uff. Fleisch. Ich meine, könnte man eigentlich. Nee, weil der Freddy braucht zum Fleisch braten ja Keratin. Wir haben kein Keratin übrig. Aber Holz. Wood. Gib mir Wood. Dann wiederum brauchen wir das Holz jetzt eigentlich. Komm, ich lasse das Fleisch mal da drin. So. Das und das und Holz. Wood. Jawohl. Und den Sattel. Nehme ich wieder um mich. Okay. So. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Attempt Upgrade. Ja, guck mal, war sogar efficient. Sehr schön. Ja. Und nochmal ein efficient Upgrade. Das ist doch schön. So, wie schaut's aus? Relativ gut überall. Oh Mann, okay. Mehrheit. Hier. Das war dein Sattel. Dann gib mal den ganzen Kappes her. Kann ich mich da noch bewegen? Ja, kann ich. Dann gehen wir jetzt eben auch nochmal in die Wastelands. Dann können wir auch gleichzeitig. Corrupted Dingsbums, Nodules sammeln. Du stehst immer noch im Weg. Du hast die Elemental. Die sollte ich aber eigentlich nicht weglegen. Die brauche ich bestimmt wieder. Also das Ding braucht man nicht. Wir haben ja unser Awesome Spyglass. Rüstung. Die werden wir bestimmt. Obwohl wir mal ins Schneegebiet gehen, vielleicht. Dann haben wir nichts. Da haben wir das alles. Den packe ich da mal rein und das an. Und bitte. Wunderbar. Halt, das gehört da gar nicht rein. Was macht das da drin? Okay, dann trinke ich gerade. Trinke ich gerade noch was? Achso, und was ich auch noch mache? Nee, ich lass jetzt mal bleiben. Einen neuen Skin für die Schuhe, weil wir die ja eh wieder wechseln. Und dann verlieren wir den Skin eh wieder. Okay, dann wollte ich jetzt tatsächlich mit dir los. Na gut. I mean, why not? Okay. Auf. Läuft die Aufnahme? Jawohl, sehr schön. Mein Gott, das sind echt überall Kombis, ne? Ich war mit so einem Eternal Alpha Corrupted
Max möchte ich mich trotzdem halt anlegen. Aber ich glaube, mit dem Rest kommen wir wahrscheinlich ganz gut klar, oder? Huch! Ja, genau, dich habe ich gemeint, aber du siehst eher aus wie Eternal Rex. Du glitzerst. Ach nee, aber er glitzert gelb. Ich glaube, das heißt, es ist der Alpha Rex. Hallo! Fernglas, do your thing! Nö, möchte nicht. Okay. Ah, recht. Dann halt nicht. Ein Clone-Tail. Hallo. Wenn ich das jetzt nochmal mache? Nee. Also ich keine Ahnung, warum ich vorher tatsächlich geharvestet habe. So, was bist du? 140. Interessant. Möchte ich hier absteigen, ist die Frage. Das ist jetzt natürlich der Nachteil am Pferd. Ich hoffe, du bist nett. Ich bin ein bisschen nervös. Just a tiny bit. Komm. Oh, hör auf. Was macht der Rex? Schaut mal da drüben, okay. War das dort? Nischt. Nischt. Gut. Okay. Weiter. Dich lasse ich mal leben. Da drüben ist das Deko. Sagst du mir jetzt mal, was du da bist? Oh, du hast mich jetzt leicht nervös gemacht. Hallo, Fernglas. Jetzt sag doch mal. Das ist ein Rex mit Brainworms. Willst du jetzt mal... Hallo? Gibt's auch nicht. Aber hier sind viele Stegos. Okay, der Eternal Alpha Rex. 1 Million Leben. Hallo? Ich meine, wir können ja mal gucken, wie viel Torpe wir machen. Wahrscheinlich nicht so viel. Warum? Oh. Doch, hat er sich's anders überlegt. Hör auf, die Stegos anzugreifen. Jetzt hallo! Warum funktioniert mein blödes... bei Elemental Dinos and Above? Ich könnte ihn sogar mit dem... mit dem Tyrannodon? Echt jetzt? Komm, wir sweepen einmal rein und wieder raus. In der Hoffnung, dass er uns nicht direkt umbringt. Hallo. Okay, ja, ich müsste ein paar Mal draufhauen, das heißt, ich müsste drin stehen bleiben. Die Frage ist, oh, hallo. Die Frage ist, die Bola funktioniert bestimmt nicht, oder? Oh. Run, Horsey, run! Ich befürchte, der Rex ist ein bisschen schneller als wir. Fühlen mal zum anderen Rex. Okay, jetzt ist es da hinten. Weg von den Stegos. Das macht mich trotzdem ein bisschen nervös, den in meiner Nachbarschaft zu wissen. Ejo! Willst aufs Maul? Dachte ich mir. Ejo! Das Harvesten wird dann spannend. Da ist ein anderer Rex, also ein normaler Rex. Hallo! Ist hier sonst irgendwas? Ja, ja, hier kann man den mal wieder ausmachen. Super. Dinge, die mich potenziell fressen möchten. Ganz kurz eliminieren. Sprich, diesen Säbelzorn. Halt mal still. Sorry, Guess. Ah ja, das ist gut. Hi. Hi. Danke. Okay.
Okay, super. Ich mache jetzt was Blödes und steige hier ab. Ist das ein normaler Rex? Der hat so einen komischen Bauch. Nein, die Spinne hat mein... Oh, ich hasse dich. Arschlochspinne. Hast jetzt echt alles Degos gefressen? Boah. Du Arschnorte. Ah, okay. Dann gucken wir halt weiter. In die andere Richtung, wo Kai Eternal Alpha Rex rumrennt. Bist du eigentlich tot oder lebst du noch? Ich glaube, du bist tot. Tot? Tot. Oh, Goodies. Bevor der Rex sich daran erinnert und zurückkommt. Okay, weiter. Da ist noch eine Tasche. War hier nicht gerade neuer Rex? Wo ist der hin? Aha, okay, cool. Tja, who knows? I need corruption. Please. Ja, da oben. Der hilft mit wenig. Also er kommt runter. Da ist der Pegasus. Das ist wahrscheinlich der Lightning Pegasus, den wir letztes Mal schon gesehen haben. Huch! Da ist eine Tasche. Oh, ich kann Taschen einfach nicht widerstehen, aber hier ist ja relativ friedlich gerade. Zack, tot. Also hässlicher Archie. Was? Eternal Alpha, was? Die Zicktis Blubber. Hä? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was war. Bist du normal? Du bist doch kein normaler Archie. Ist ein normaler Archie. Warum bist du hässlich? Okay, da drüben ist eine Tasche. Ich liebe Gasbags, weil die so süße Geräusche machen. Mein Pferd ist auf einmal ein bisschen kürzer. Warum läuft hier jetzt nichts Corruptedes rum? Kann mal das mal jemand beantworten? Das ist der Pegasus. Da ist der Terizino. Okay, also hier gibt es scheinbar Terizinos. Tja, ich schaue den Terizinos. Kommt hier gerade zu mir? Das ist ja süß. Greifst du mich jetzt auch an? Offensichtlich. Yeah, you better run. Darf ich mal hier raus? Danke. Jetzt kommt er wieder. Jetzt geht er wieder. Na gut. Tschüss. Hätte ich eigentlich jetzt alles mitnehmen sollen. Bei Leder. Aber warum jetzt mit dem Pegasus zu... Oh, das sind Raptoren. Können wir mal ganz kurz auf neutral pfeifen, danke. Nur falls ich abgeworfen werde. Der Pegasus schaut immer noch ziemlich aufgeregt aus. Ich glaube, er kommt jetzt auch wieder. Hat sich wieder anders überlegt. Okay. Bring it on. Bring it on. Bring it on. Du weißt eigentlich recht, was du willst, hä? Kann es sein?
Scheinbar will er auf die Fresse. Ich konnte es mir nicht anders erklären. Okay, besseres zu tun. Macht er mir eigentlich auch Torpor? Nicht wirklich. Oh, komm. Are you kidding me? Ja, komm ran. Ich will auch nur Corrupted Nodules. Mehr will ich doch gar nicht. Mein Pferd hat nichts zu fressen. Fällt mir gerade auf. Oh, egal. Ich glaube, er kommt immer. Hey! So viel Hide, aber ich traue mich hier beim besten Willen nicht absteigen. Das ist mir was zu risky. Okay. Na jetzt schaut es relativ safe aus, oder? Komm. Wir sind mal unvernünftig. Ich wollte gerade sagen, ich frage mich, was der Pegasus jetzt macht, aber ich glaube, ich weiß es. Okay. Dawn. You're encumbered. Das ist schön. Warum eigentlich? Wegen dem Fleisch, vermutlich. Tja, irgendwo wird hier doch mal irgendwas Korruptes rumlaufen. Ein paar Geschäftsleute. Vorstandsvorsitzende. Ist das eine Eule? Cool. Ich glaube nicht, dass ich hier jemals zu Fuß durchgelaufen bin. Ist der Rex wieder? Ist es der? Hat er einen gelben Bauch? Nee, ist nicht der. Hallo! Du gibst viel Hide. Lebt hier nur irgendwas? Ja, der treibt dort. Ihm war es scheinbar egal, dass ich seinen Kumpel umgebracht habe. I am very sorry. Ist das doch von der Juti? Der Juti mit orangen Socken? Wir gucken erstmal ins Inventar. Okay, nee. Nicht. Okay. Was essen und das hinsetzen. Oh, mein Gott. Stuhl und das einstellen. Das könnte schon helfen. So. John, weiter in die Richtung, würde ich sagen. Oh. Corrupted Stegos. Komme ich da irgendwie rauf? Ich weiß nicht, was der Juti da macht, ehrlich gesagt. Oh, Wölfe.